Freundschaft mit Jesus. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Das Johannesevangelium, das wir in dieser Woche betrachten, führt den Jünger hinein in eine tiefe, innige Freundschaft mit Jesus. Im 6. Kapitel, in der sogenannten Brotrede, offenbart uns Jesus die Schritte, die zu dieser Freundschaft führen. In diesen Tagen betrachten wir daraus einige Abschnitte, die ich so benennen möchte. Erstens, ich suche aufrichtig nach Jesus. Zweitens, ich komme zu Jesus mit meinen tiefsten Bedürfnissen. Drittens, ich reife in der Freundschaft zu Jesus. Viertens, ich erfasse die Tiefe der Zeichen Jesu. Und fünftens, ich werde eins mit Jesus, meinem besten Freund. Ja, und sechstens, ich bleibe Jesus radikal treu bis zum Ende. Heute betrachten wir nun den ersten Punkt. Ich suche aufrichtig nach Jesus, meinem besten Freund. Ja, im Evangelium hören wir heute, Jesus antwortete ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen und satt geworden seid. Ja, es ist eine bittere Enttäuschung für Eltern oder auch Verantwortliche, wenn Kinder oder Mitglieder einen nur dann besuchen, wenn sie Geld brauchen. Ja, wie gerne würden sie ihre wichtigen Erfahrungen und Entdeckungen mit ihren Kindern und Anvertrauten teilen. Doch wie oft fehlt das Interesse an dem, was wirklich wichtig ist. So beklagte auch Jesus sich einmal bei der heiligen Schwester Faustine mit den Worten, dass er den Menschen gerne Großes schenken möchte, doch es nicht kann, weil sie nur mit Kleinigkeiten zu ihm kommen. Für mich persönlich bedeutet es, ich will nicht nur dann zu Jesus kommen, wenn es irgendwo brennt und ich jetzt schnell ein Wunder von ihm brauche. Nein, in der Stille will ich jeden Tag eine wichtige Zeit für meinen allerbesten Freund einplanen und ihn mit Akten des Glaubens, der Anbetung und der Liebe suchen. Schon jetzt will ich ihm dafür danken, dass er mich in die Tiefe der Zeichen seiner Freundschaft hineinführt, was alles an Herrlichkeit übertrifft, was man sich auch nur vorstellen kann. Jesus, ich glaube an dich. Ich bete dich an. Ich hoffe auf dich und ich liebe dich. Lass mich ganz tief eindringen in die gewaltigen Zeichen deiner Freundschaft zu mir. Im Namen der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der Kraft des Glaubens der Heiligen Katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des Heiligen Josef und aller Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmachte ich alle Flüche, Verwünschungen, negativen Festlegungen, die euch, eure Familien, eure Häuser und Arbeitsplätze getroffen haben, und trenne alles Negative von euch ab, alle Personen, Dinge und Orte, die euch von dieser tiefen Freundschaft mit Jesus abhält. Und bitte Jesus, er möge euch hineinführen in diese glücklich machende, erfüllende, wunderbare Freundschaft mit ihm. Und so berge ich euch den heiligen Wunden Jesu, der Liebesflamme Mariens, im Kraftfeld der vereinten Herzen Jesu und Mariens, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Durch allen wünsche ich einen gesegneten und wunderschönen Tag.